Also die Verteidigung an sich ist ganz gut. Das heißt, da passiert eigentlich tatsächlich... Was ist denn das für ein komisches Ding? Also ich glaube, verteidigungstechnisch passt das ganz gut eigentlich. Wir müssen halt nur gucken, dass wir halt ein bisschen mehr die Sachen jetzt ausbauen. Weil wir haben jetzt immer nur so kleine Dinge eigentlich. Ich würde halt gerne mal was Größeres bauen, auch mit innen, mit Räumen innen drin etc. Weil man aber halt dazu sagen muss, wollte ich gar nicht, so viel unterschiedliche Sachen gibt es halt tatsächlich noch nicht zu bauen. Ne? Also es gibt halt nur die Foundations, es gibt die Wände, die man bauen kann. Aber so andere Gerätschaften gibt es halt momentan nicht. Das kommt aber bestimmt alles noch. Wie gesagt, ich habe da halt schon einige Artworks gesehen dazu. Würde ich immer schön auf Twitter hauen das Team von Eden Star haut immer ganz schöne Sachen raus eigentlich. So. Gut. Die Tür hier, ne? Die ist auch schon ein bisschen... Ist das eine Eisentür? Ist tatsächlich eine Eisentür. Aber ist halt komplett runtergehauen worden schon. Interessant. Also die wollen da echt um jeden Preis rein hier zum Eden-Kit. Interessant. So. Ist ein schwerer Tag. Ja, es ist Tag. Sehr gut. So, was machen wir denn jetzt? Ich bräuchte eigentlich mal wieder Iron Knight. Das heißt, ich muss eigentlich Iron Knight farmen jetzt gerade. Weil da haben wir eigentlich fast echt nichts mehr. Ach ja. So, und wieder geht das ganze Gefarme los. Ist eigentlich, ja, ich müsste eigentlich jetzt mal auf die Basen auch gehen, auf die feindlichen, weil das ist momentan, die kommen, glaube ich, von allen, ich weiß gar nicht, ob die von allen Basen, die haben, tatsächlich angreifen oder nur von denen, die, ansatzweise in unserer Richtung oder in unserer Nähe sind praktisch, das weiß ich gar nicht. Ich muss jetzt mal... Ich hau jetzt hier mal den Iron Knight Hitting noch weg, dass wir ein bisschen Iron Knight wieder haben auf Lager, weil ich brauche ja Munition für das Gewehr jetzt dann nochmal. Und dann muss ich mal gucken, dass wir da jetzt irgendwie ansatzweise die kaputt machen können. Also weil da hinten sind ja noch zwei Lager, die würde ich gerne platt machen, aber ich würde da gerne mal... Ich weiß nicht, das Schrotgewehr, das würde nicht viel bringen. Also das Schrotgewehr ist halt so... Pff, weiß ich nicht. Das ist da nicht ganz so effizient, weil da muss ich wieder näher hin und alles. Und da will ich nicht so nah hin, weil dann ist mir schnell eingekreist. Ach ja, der ist ja noch auf Stufe 2 hier. Brick Money, zack. Convert, continue. So, jetzt haben wir das auch auf Stufe 4. Sehr gut. Das heißt, wir haben beide auf Stufe 4 jetzt. Das passt. Da muss ich mal kurz gucken. Wir brauchen Consumables. Ich weiß gar nicht, was das hier eigentlich ist. Es ist eine Rakete auf jeden Fall. Ich crafte davon jetzt mal eine. Nur mal um zu sehen, was es Consumables ist. War ich der Rifle Disruptor? Max Create. So. 250 Ammo per Clip, Stack Limit 250. Crafted items that reduce or expanded ammunition and power cells. Repair units, even common shields, can be crafted to support pioneer operations. Select a schematic. So, was mache ich jetzt damit? Kann ich das irgendwie ausrüsten oder so? Ammo, Weapons. Weapons. Rifle. Energy Harness, Regeneration, Button, Output, Flechette Block.
Ich habe keine Ahnung, wie ich, also ich habe keine Ahnung, wie ich das Ding jetzt benutze. Ich dachte, ich crafte es jetzt einfach mal. So, und nun kann ich da, habe ich jetzt im Crafting-Menü irgendwo hoch? Habe ich jetzt im Crafting-Menü da irgendwas? Habe ich jetzt irgendwas Neues im Crafting-Menü hier, was ich jetzt machen kann? Eigentlich nicht, ne? Ich sehe jetzt ja nicht irgendwie. Ich sehe jetzt nichts Neues eigentlich, was ich machen könnte. Was bringt mir das jetzt? Es belegt jetzt einen Inventarplatz. Ich habe irgendwas mit 250, aber ich habe keine Ahnung, was ich damit machen soll. Iron Knight Inventory Tunnel Serum, Iron Tunnel Serum, Aluminium. Ich habe keine Ahnung. Ja, ich habe keine Ahnung. Irgendwas kann man damit bestimmt machen, aber ich habe keine Ahnung was. Muss ich mal nachgucken. Ach so, wir sind hier im Wäldchen. Na, sehr gut. Da ist unser Schild. Wo war denn das? Das Problem ist. Ach, da. Ach, direkt nebeneinander. Na, Glückwunsch. Direkt nebeneinander gleich. So. Das spawnen sie auch schon. Reicht das? Nein, reicht noch nicht. Die checken das nicht, ne? Die lassen mich noch in Ruhe, oder? Ich baller das einfach mal drauf. Ich hoffe, die lassen mich in Ruhe. Ja, und checken das nicht. Oh, na komm, geh kaputt. So. Sehr gut. Und das meine ich, dass. Das dauert halt so ewig, das kaputt zu machen, das Zeug. Und hat halt immer so ein bisschen das, keine Ahnung, wenn die dann noch angreifen alles, dann hat man halt immer keine, hat man immer keine Munition etc. So, jetzt haben wir keine Munition mehr. Mit keiner Waffe und es ist halt kaputt. Das heißt, ich habe halt, man schießt halt einen Haufen Magazine eigentlich leer, damit man das Zeug kaputt kriegt. Ja. Jetzt muss ich wieder. Ach so, kann. Aha, ich kann ja gar keine Munition mehr herstellen, weil ich habe ja nichts mehr, mit dem ich Munition herstellen kann, tatsächlich. Richtig? Ich kann auch keine Pistolenmunition, glaube ich, gerade herstellen. Richtig? So, und ich brauche immer das Eden-Kit, weil nur hier kann ich Munition herstellen. Consumables, Micro Disruptor, da haben wir nichts mehr. Da haben wir auch nichts mehr. Wir haben. Das ist. Das muss ich sagen, das ist ein bisschen. Das ist eigentlich ein bisschen ätzend fast schon. Weil man halt echt viel Munition verballert, um diese Lager kaputt zu kriegen von denen. Ich weiß gar nicht, ob ich, wenn ich einen Geschützturm hinstelle, ob der Geschützturm das checkt und dann der Geschützturm das die Arbeit für mich erledigt. Das müsste ich eigentlich mal testen. Weil so ist das irgendwie doof. Weil ich dadurch halt. Also ich verbrauche halt wahnsinnig viel Munition dann dafür. Also das Gewehr, ich bin mit 150 Schuss losgelaufen. Ich krieg halt, habe halt eins kaputt gekriegt davon. Das zweite ist bestimmt auch fast kaputt, aber das regeneriert sich jetzt ja auch wieder. Weil ich halt einfach keine Munition mehr hatte. Das ist so ein bisschen noch, weiß ich nicht. Ich dachte eigentlich, das andere sind so Raketen oder sowas. Ich habe keine Ahnung, wie ich die baue. Ich glaube, wenn ich weiß, wie ich die baue und wenn man die dann effektiv benutzen kann, um da beispielsweise dann die Lager kaputt zu machen von denen, dann ist das, glaube ich, eine ganz, ganz saubere Geschichte. Aber so momentan ist es halt schwierig. So, 14 Meter, da ist irgendwo ein Feind gerade hier. Kann das sein? Kann das, er sagt hier 14 Meter, aber. Der sieht mich nicht, ne? Der lässt mich in Ruhe, oder? Ah, nein, lässt er nicht. Er kommt gerade zu mir her. Ach, das ist wieder ein Lager von denen. Drum greifen die an gerade. Ach, leck mich doch. Bei denen kann man ein bisschen Bewegung bleibt bei denen, dann treffen sie einen nicht. Man muss nur in Bewegung bleiben, tatsächlich. Und ich will halt ein bisschen was einsammeln noch hier. Ja, ist ja gut.
So, okay. Ich glaube tatsächlich, die gehen durch das Tageslicht, gehen die irgendwann kaputt. Ich glaube, die verkraften das Sonnenlicht oder irgendwas nicht. Behaupte ich jetzt einfach mal. Ich habe keine Ahnung tatsächlich. Könnte ich mir nur ein bisschen vorstellen, dem Zusammenhang, dass das so ist. So. So. Ist wenigstens gut, dass man so ein Alarmsignal dann kriegt, also so ein Alarmhinweis, dass da eben jemand in der Nähe gerade ist vom Feind. Wie jetzt zum Beispiel. Alter, da ist doch irgendwo ein Nest wieder von denen. Achso, das ist wieder so ein Einheimischer. Da ist doch ein Nest von denen da oben, oder? Ich sehe nur keine. Nein! Da kommt der Penner und will mich schon wieder abschlabbern hier. Wieso greifen die mich an? Oh, ich habe doch denen überhaupt nichts getan. Nämlich von Anfang an haben die mich angegriffen. Dann habe ich es angefangen, die umzubringen. Sind immer noch hinter mir her? Natürlich. Ich muss mal in meine Basis schnell. Oh, verdammt. Das ist echt mies, wenn man keine Munition hat. Aber meine Theorie geht, glaube ich, nicht auf. Meine Theorie war, dass die vom Sonnenlicht kaputt gehen. Ist offensichtlich nicht so. Weil offensichtlich rennen die immer noch hinter mir her. Und gehen nicht kaputt. Verdammt. Das nervt gerade ein bisschen. So, aber ich glaube, da kommt er nicht durch. Durch die Verteidigungsanlagen kommt ihm Leben nicht durch. Jetzt sind sie wahrscheinlich weg. Genau, jetzt sind sie natürlich abgehauen. Glückwunsch. So. Consumables, Rifle Disruptor Cell. Bitte was? Hat er kein einziges Zerö. Hä? Ich habe doch einen Haufen eingesammelt davon. Cerulium. Ach, das war Illumium. Oh. Das war falsch. Ach, das war das falsche Zeug. Wo krieg ich denn? Ach, da ist. Was? Alter, geht weg! Da haben die sich im Baum versteckt hier. Das gibt's ja nicht. Geht weg! Hallo, Geschütze, Feuer frei. Danke. So. Okay. So, da muss man jetzt mal gucken, wo kriege ich denn Zellulium her? Oder wie auch immer man das ausspricht. Ich spreche es hundertprozentig falsch aus, aber ja, ist mir egal. Ach, da, von denen kriege ich das her. Das heißt, es gibt es nur von den Dingen hier tatsächlich. Das ist ja puh. Und ich habe tatsächlich das hier und das Tenal habe ich. Das sind die blauen Steine, also Cerulium, das sind die grünen. Oh, das sind die blauen Steine und das Tenal sind die grünen Steine. Aber die sind halt extremst selten, finde ich. Also so viel. Also hier in dem Gebiet zum Beispiel, in anderen Gebieten sind die vielleicht sehr häufig. Und hier ist noch nicht mal alles respawned gerade. Achso, ich dachte, das ist eine Höhle hier. Dachte ich, erkunde das jetzt mal. Aber da ist noch nicht so viel da tatsächlich. Okay. So. Dann machen wir das hier nochmal weg hier. Achso, nee, das ist Iron Knight hier. Das lasse ich jetzt einfach mal, ist mir jetzt wurscht. Ja, was soll's. Jetzt habe ich ihn schon angefangen, jetzt reiße ich noch schnell weg, weil ich glaube, Iron Knight brauche ich auch wieder ein bisschen. Da habe ich nicht mehr ganz so viel. Vor allem, weil auch die Munition halt viel Iron Knight frisst. Jetzt ist nur die Frage, wo ich halt das Zeug vernünftig herkriege. Weil das Gewehr und alles, das braucht halt echt sau viel Munition tatsächlich. Achso, das liegt woanders. Das liegt da drunter irgendwo. So, habe ich jetzt alles? Ja, da habe ich alles. Zack. 6 Minuten noch. Dann reißen wir den noch schnell ein hier. Haben wir da auch ein bisschen was noch an Ressourcen abgefarmt tatsächlich. So.
Dann haben wir das jetzt alles mal zumindest weg. So. Na komm. Weg. So. So. Haben wir jetzt alles? Nein, da ist noch ein bisschen was. So kleine Steinsbrocken. So. Da hinten haben wir noch was von dem Zeug. Das ist sehr gut. Also Eisen gibt es hier halt en masse. Also Eisen kannst du hier halt echt einen Laden aufmachen. Das heißt, wenn du nur Eisen bräuchtest für Waffen oder so, wäre das halt die perfekte Location. Aber du brauchst halt immer noch irgendein anderes Zeug noch dazu. Wie das hier zum Beispiel. Jetzt haben wir wieder ein bisschen was zumindest. Das heißt, wir kriegen ein bisschen Munition raus. Das heißt, wir müssten uns eigentlich echt angewöhnen, dass wir hier eigentlich diese Steine sofort abfarmen, sobald die wieder da sind. Damit wir da halt echt die Mittel kriegen, um halt die Gewehrmunition halt zu bauen. Beziehungsweise auch Pistolenmunition. Weil ansonsten sind wir echt aufgeschmissen hier. Und ich werde mal versuchen, das nächste Mal tatsächlich einen Geschützturm neben so ein Ding zu bauen. Also da ist ja noch das Ding hinten. Das müsste ja eigentlich fast tot sein. Kaputt sein. Da werde ich einfach mal einen Geschützturm hinbauen und werde mal schauen, was dann einfach passiert. Das würde mich mal echt interessieren. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht funktioniert. Also ich weiß nicht, ob die Gebäude angreifen, aber das werden wir gleich sehen. Das können wir, je nachdem wie viel Zeit wir noch haben, können wir das gerne auch mal schnell probieren. Rifle, zack. Max. Nee, machen wir nicht Max, weil wir haben keinen Platz mehr tatsächlich. Store. Keramik Store. So, jetzt haben wir Platz. Ach, der checkt das, glaube ich, vom Platz her schon, ne? Ah, der checkt das mit dem Platz. Okay, drum war das vorhin mit Max nicht möglich, weil er es nicht gecheckt hat, dass da noch Platz frei war. Weil er es nicht berechnen konnte. Okay. Wo renne ich eigentlich gerade hin? Da hinten war das irgendwo, ne? Die komische Basis von denen, oder? Genau, da hinten war das. So, ich will das bloß mal schnell testen, ob das funktioniert mit dem Geschützturm. Ansonsten reiße ich ihn halt gleich wieder ein. Das stört mich jetzt wenig, aber ich will das halt nur mal testen, ob das geht. Weil dann könnte ich mir halt echt viel Munition sparen. So. Hallo? Zwei, Baumenü. Genau, der war es. Kann ich den bauen gerade? Ironite. Ja, ich kann ihn bauen. So. Ah, Energy 0 von 100, weil ich hier... Was? Ah, da haben wir Tunnel. Sehr gut. Weil ich hier in der Nähe nämlich keinen Generator habe tatsächlich. Drum geht das nicht. Ah. Ich glaube, die brauchen in der... brauchen immer den Generator, beziehungsweise es muss dann halt mit einer Foundation oder so verbunden sein. Na komm, wie viel Leben hat er noch? Zeig mir die Leben an! Sehr gut. So, ist das Ding auch putt? Ja, die sind sauer. Okay. Nein! So. Ich glaube tatsächlich, wenn wir die Basen verbinden würden untereinander, also sprich mit Foundations und allem, dann wäre, glaube ich, die Energieversorgung möglich. Kann das sein? Dass man durch die Platten da Energie irgendwie transportiert? Wäre natürlich cool, wenn das gehen würde. Ähm, so, da sind sie. Na komm. Okay, so, die sind weg. Sehr gut. So. So, dann muss ich mit hinten das Zeug noch einsammeln. Okay, Muni haben wir. Da haben wir ein bisschen was. Kann ich da noch was bauen hier? Nee, ne? Weil mehr. Consumables Rifle. Eine kann ich mir noch bauen tatsächlich. Das mache ich auch gleich mal. So, dann Module. Nein. Zack.
Energy Blade. Genau, da brauchen wir Keramik noch dafür. Ah, wir könnten uns jetzt. Das ist gut, wir könnten uns die Energy Blade jetzt tatsächlich bauen.